und herzlich willkommen zum sechsten und letzten Tag der Fotokina. Ich stehe hier mit Jürgen Plessing vom Stand der Nikonians. Wer seid ihr? Wir sind Nikon-Fans und Liebhaber, natürlich was die Nikon-Kameras angeht. Wir sind eine weltweite Community und tauschen uns aus in Foren über die Nikon-Kameras. Haben natürlich spezielle Bereiche, also für jede Kamera ein ganz spezielles Forum. Und wir sind weltweit aktiv und auch in Deutschland seit 2 Jahren aktiv und freuen uns über jedes neue Mitglied, das Interesse an Nikon-Kameras hat. Jetzt ist die Fotokina fast vorbei. Was ist dein Fazit? Wie hat es dir gefallen? Insgesamt sehr, sehr gut. Als Aussteller natürlich müde. Aber wir sind sehr zufrieden, gerade mit dem Meet the Communities-Bereich. Das ist wirklich aufgegangen, das Konzept. Die Leute wissen, was Communities sind und kommen so natürlich schon mal direkt dann mit Nikonians in Kontakt. Und das macht Spaß. Ich danke dir und wir fragen jetzt nochmal rum, was andere Leute sagen, wie es war hier auf der Fotokina. Danke. Die Fotokina beeindruckt in diesem Jahr mit rekordverdächtigen Zahlen. Über 180.000 Besucher aus aller Welt bedeuten ein Plus von 7% gegenüber 2008. Die 1.251 Anbieter aus 45 Ländern sind zufrieden. Und auch den Besuchern scheint es gut gefallen zu haben. Guten Tag. Wie hat Ihnen die Fotokina gefallen? Sehr gut. Hochinteressant. Nikon Workshop war ich gerade, das war schön. Ansonsten sind wir noch so am Durchschauen. Bis jetzt gefällt mir die Fotokina sehr gut. Coole Leute, viele Neuigkeiten zu sehen, viel 3D auch. Ja, bis jetzt ganz toll, ja. Was interessiert dich am meisten hier? Canon fand ich bis jetzt ganz toll, die ganzen neuesten Modelle, die Objektive. Wie gefällt dir die Fotokina insgesamt? Die ist super klasse. Groß, man muss viel Ausdauer haben, um das alles hier sehen zu können an einem Tag. Das ist Wahnsinn. Ja, der größte Hype wird wahrscheinlich die 3D-Geschichte sein, wobei viele denken, es ist ein vorübergehendes Phänomen, was dann einfach relativ schnell wieder verschwindet. Aber sofern es richtig in Szene gesetzt wird, wird es dann garantiert auch irgendwie Fuß fassen können. Guten Tag. Ich würde Sie gerne mal fragen, wie Ihnen die Fotokina gefällt. Gut, gut. Interessant, spannend. Was interessiert Sie besonders hier? Mich persönlich der Nikon-Stand, weil ich mit Nikon fotografiere. Mein Sohn fotografiert mit Canon, der hat sich für Canon interessiert. Und jetzt schauen wir uns Objektive an und so weiter. Gibt es da eine Rivalität Nikon-Canon? Nein, bei vernünftigen Menschen nicht. Warum dann die Canon? Weil es mir besser in der Hand liegt. Und wie hat Ihnen die Fotokina insgesamt gefallen? Sehr gut, jetzt schauen wir uns die X100 von Fuji an. Das ist die Kamera, die mich jetzt mit am meisten interessiert eigentlich. Einfach nur geil hier. Natürlich, coole Stimmung, coole Leute, ne? Hier geht's richtig ab. Ich bin jetzt zum zweiten Mal hier und was mich besonders interessiert, ist natürlich toll, die Bilder schauen. Und man geht ja dahin, wo man etwas zu finden glaubt. Entschuldigung, ich würde Sie gerne einmal fragen, wie Ihnen die Fotokina so gefällt. Sie erschlägt mich beinahe. Es ist unglaublich, es sind Eindrücke ohne Ende, es ist Wahnsinn. Suchen Sie was Bestimmtes hier? Nein, ich bin einfach nur Besucher und schaue mich um und genieße das. Ich bin jetzt zum ersten Mal hier und finde ich ganz toll. Besonders auffällig in diesem Jahr, die Messe lockt immer mehr junge Besucher an. Durch Kamerahandys und erschwingliche Kompaktkameras werden neue Zielgruppen erschlossen. Im Bereich Meet the Communities treffen virtuelle Welt und Wirklichkeit aufeinander. Soziale Netzwerke und Fotofestivals boten den Besuchern in der Halle 5.1 Veranstaltungen, Vorträge und Bühnenshows. Die 31. Fotokina macht Lust auf mehr. In Deutz laufen schon die Vorbereitungen zur Fotokina 2012. Nicht umsonst heißt es bei den Veranstaltern, nach der Messe ist vor der Messe. Das war's von der Fotokina 2010. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und vielleicht sehen wir uns ja in 2 Jahren wieder. Tschüss und bis dahin.